Willkommen zu einer ganz besonderen Folge, denn in dieser Folge werde ich in die Rolle eines Mannes schlüpfen, und zwar in die männliche Version von unserer Yandere. Doch allerdings ist Senpai mir ein Dorn im Auge, denn er ist sowohl der attraktivste und beliebteste Mann auf der Schule. Deswegen werden wir in dieser Folge den lieben Senpai verschwinden lassen. Denn es kann nur einen Hahn im Korb geben. Wie mir das gelungen ist, siehst du in dieser Folge. Schreib mir gerne wieder weitere Ideen, Aufgaben und Dinge, die du immer schon mal von Yandere wissen wolltest, in die Kommentare, damit ich sie in der nächsten Folge ausprobieren kann. Und sag dem Algorithmus, wie gut ich bin. So Leute, willkommen. Wir sind heute männlich. Und natürlich habt ihr mir wieder wunderbare Aufgaben gegeben. Und ich muss sagen, ich sehe wirklich deutlich besser aus als Senpai. Also theoretisch könnten wir auch einfach selbstverliebt sein und mit uns selber was anfangen. Aber natürlich macht man das nicht. Und deswegen fangen wir an. Und zwar war die erste Frage von der lieben Melina. Wenn du ein Mann bist, liebst du Senpai immer noch? Und das ist eine sehr gute Frage. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Aber ich denke natürlich schon. Und dann laufen wir mal zu unserem Schatzi. Senpai, wo bist du? Oh Gott, aber er reagiert ja richtig schnell. Hey, ich bin größer als alle anderen. Ich bin voll der sexy Boy. Wie schnell er, aber guck mal, er reagiert viel schneller, wenn ich ein Typ bin. Na? Was passiert denn da? Ach, die habe ich immer noch nicht ausgeschaltet vom letzten Mal. Die ist immer noch da, das ist ja witzig. Wir kommen jetzt mal zur nächsten Aufgabe. Wir haben ja schon eine, die ein bisschen in Gehirnwäsche ist. Ihr wisst Bescheid, ihr seht's ja. Also, Senpai kann mich immer noch lieben. Beziehungsweise, ich liebe Senpai immer noch. Er wirkt aber, also er reagiert ganz schnell negativ auf mich. Die nächste Frage oder Aufgabe war von Chi. Wenn man jemand im Keller hat und dann X drückt, bekommt man die Prozente bis 0 und dann kann man sie am nächsten Tag gleich mit zur Schule nehmen. Ich glaube, das machen wir, denn ich habe voll die kleinen Babyarme. Das wird ja nicht funktionieren, wenn die jemanden umbringt, weil wenn ich jetzt in die Klasse gehe, dann ist ja direkt der Tag gelaufen. Aber egal, Leute, wir machen das. Ich gehe kurz in meine Klasse. So, Bob geht jetzt in die Schule. Hier ist das Klassenzimmerchen. Da setzen wir uns jetzt auch. Ich kann durch die Schule. Bob kann durch die Schule gehen. Oh mein Gott, Bob ist ein. Oh mein Gott. Yeah! Und ich nehme dich mit, meine liebe Chica. Kannst du mir bitte folgen? Ja. Komm mit, mein Liebes. Nein, sie findet mich nicht mehr. Halt, wo bist du, du liebes, trunkenes Mädchen? So, hier. Die denkt sich auch, weil sie rennt einfach mir stupide hinterher, ohne sich irgendwas dabei zu denken. Komm mit. Wir schließen die Tür. Okay, gute Nacht. Alles wird gut. Ich muss erstmal lachen. Wie das aussieht, der erste Tipp. So, jetzt geht's mir besser. Schnell nach Hause und hab dann jemanden bei mir daheim. Ob das auch stimmt, was ihr mir hier einfach auftischen wollt? Jetzt auch ja. Voll gruselig, ey. Das ist richtig spooky. So, jetzt. Ja, ich bin eine Frau. Ich hab dich verarscht. Kann ich jetzt mit X drücken? Ach, krass, das stimmt. Wow, ihr hattet recht. Sanity. Okay, ach, die kann ich ganz runter machen. Ach, Wahnsinn. Okay, perfekt. Accept. Geil, dankeschön. Dankeschön für diesen tollen Hinweis. Danke. Das ist ja wunderbar. So, und Finja sagt, kannst du beim nächsten Yandere-Video versuchen, Senpai einen Brief zu schreiben? Das werden wir natürlich versuchen. So. Wie schnell der auf mich aggro wird, weil ich ein Typ bin. Okay. So, kann ich ihn? Nein, ich kann ihn nichts schreiben. Okay, dann hat sich die Frage übrig. Wir können Senpai nicht schreiben, verdammte Kacke. So, die nächste Frage ist von Laura. Ich habe eine Aufgabe für dich. Sei ein Junge. Bin ich. Flirt mit einem Mädchen. Flirte mit einem anderen Mädchen. Vielleicht bringt sie so weit sich. Ach, glaubst du? Aber kann ich überhaupt. Ich probiere es mal. Aber kann ich überhaupt mit Frauen flirten hier? Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Warte mal. Kann ich ihr ein Kompliment machen? Du bist ja so hübsch. Du bist ja auch so hübsch. Wie ihr seht, es juckt die beiden nicht. Und sie sind sogar Freundinnen. Kannst du mal versuchen, Osana zu küssen? Also wenn das wirklich möglich ist, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie das gehen soll. Ich habe nämlich keinen Peil. Hier, Enderlord. Gnu, es gibt zwei Methoden, um zu fliegen. Die erste ist, du nimmst dir einen Eimer, stellst ihn oben auf aufs Dach an einen Zaun. So, dass du dass du auf den Eimer läufst und dann auf den Zaun läufst und dann stellst du dich in die Ecke des Zauns und lachst. Methode 2, die ist viel einfacher. Hinter dem Schulgebäude ist ein kleiner Hügel mit einem Kirschbaum. Du stellst dich vor den Kirschbaum, verwandelst dich zu Slenderman und hältst die Lachentaste gedrückt. Wenn alles klappt, solltest du ausfliegen.
Okay, ich probiere erstmal die erste Methode. Ich glaube, mit einmal meint er wirklich diesen komischen, diese Wanne, oder? Danach hole ich mir einen Girlfriend. Ich will, dass alle Frauen mich lieben. Da hat nämlich Senpai keine Weiber mehr und muss mich nehmen. Slenderman. Da, das ist so gruselig. Das ist richtig gruselig. Wieso kann ich die eigentlich nicht slappen? Also hinter dem Schulgebäude, alles klar. So, Ender. Ender lol. Jetzt ist der Druck da, ne? Wenn das nicht funktioniert. Wo ist der versprochene Kirschbaum? Hier. Ach, den habe ich ja gar nicht. Den habe ich ja nie gesehen. Um Himmels Willen. Das war mir gar nicht bewusst. Das war mir nie bewusst. Ach, hier ist sogar eine Brücke. Ach, hier wollten die sich knutschen immer. Und hier ist ein Stuhl zum Voyeuren, oder wie? Geil. Okay, und jetzt kann ich lachen und dann sollte ich fliegen. Ich meine, ich muss sagen, ich komme mir wirklich bescheuert vor, aber irgendwie muss es doch funktionieren. Also, er hat geschrieben. Hinter dem Schulgebäude sind kleine Hügel mit Kirschbäumen. Du stellst dich vor den Kirschbaum, verwandelst dich zu Slenderman und hältst deine Lachentaste gedrückt, wenn alles klappt. Ich bin mir sicher, ob die zweite Methode nach in der Version vom Spiel funktioniert. Ender! Scheiße. Warte. Geh mal in den Missionsmode. Hier, Lini, lol. Geh mal in den Missionsmode, schalte Nemesis ein. Gehe durch die Schule und suche sie. Warte, bis die Tüte kommt. Du wirst Nemesis? Ist ja voll gruselig. Nemesis Mode, wo bist denn du? Also es wird doch immer viel rausgepatcht, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt auch mal wieder gern ein Kerl. Ein Kerl bin ich gern. Ich check jetzt mal diese ganzen Viber hier ab. Die lasse ich jetzt alle irgendwie einzeln mal abkratzen. Ganz unauffällig. Damit wir die vom letzten Mal eine kleine Rache mit denen machen. Denn ich bin so sexy, ich kann jede rumkriegen jetzt. Maybe I should meet them. Ja, geil, sie kommt. Ja, du musst da jetzt gleich hoch. Wieso sind die eigentlich alle schon eine Stunde eher in der Schule? Wer macht denn sowas, bitte schön schon? So, meine Liebe, es war schön mit dir. Wow, die haben es gesehen, haben gesagt, sie hat es verdient. Und die juckt es nicht. Und jetzt rennen sie trotzdem weg. Oh, scheiße. Voll böse. Die haben gesagt, sie hat es verdient. Oh, shit. Ich versuche noch eine ihrer Freundinnen irgendwie mir abzugreifen. Warte mal. Wie kann ich noch schnell eine umbringen innerhalb von 4 Minuten? Vielleicht irgendwie elektrisieren? Da, du, die, du, die, du. Und der war's genau. It's you. There is nothing for you, not another step. Alter! Hä? Wen seine Tochter bin ich? You're up to no good. Ich will dir eigentlich... Ich habe irgendwas geklaut. Oder ich hab einen Tacker geklaut, kann das sein? Ich habe einen Tacker geklaut. Kann ich der... Kann ich sie mit antackern? Kann ich ein Foto von dem machen und der Info-Chan schicken? Hier, Beweisfoto. Hier, das zeige ich der Polizei, du Arsch. So. So, Police arrived. Ja, ja. Warte mal, das gucke ich jetzt mal. Dieses Game crashes, weil Police sieht die andere Sim crash. Mhm. Ihr dürft übrigens in die Kommentare schreiben, wie ich mich nennen soll, wenn ich ein männlicher Charakter bin. Ich bin da nämlich sehr... Oh, so, hä? Jo, ich würde sagen, ich werde wieder ein Mann. Kann ich nicht die Reputation, die von der Krankenschwester zum Beispiel, ganz niedrig machen? Der hat eh schon voll die schlechte Reputation. Kann ich die noch schlechter machen? Shift Reputation. Ich will die noch schlechter machen. Das geht gar nicht. Der ist schon unbeliebt, der Typ. So verändert man das Leben von allen, indem man einfach die Reputation runtermacht. Eine Schule, in der sich alle hassen. Senpai. Oh, ich kann sogar machen, dass Senpai unbeliebt ist. Oder? Das ist er ja gar nicht. Das ist ein anderer. Aber es sieht aus wie Senpai. Hä? Was war denn das für ein Geräusch? Ach so, die nähen hier rum. Wo kann ich da sitzen? Ach, ich wusste das gar nicht. Hä? Was habe ich denn gemacht? Hilfe, nein, es buggt! Nein! Bitte nicht! Nein, es buggt! Nein! Senpai ist aber mein größter Konkurrent jetzt, wo ich ein Mann bin. Eigentlich muss ich den sowieso auslöschen. Ich muss ihn auslöschen. No words can express. Verdammt, wir haben Montag. Kommt drüber weg. Es ist Montag. Hä? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Was sind denn da für Waffen rum? Hä? Was kann ich denn mit der Gitarre machen? Ein Knife? Eine Katana? Ja, why not, würde ich sagen. La 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 la. Gute Nacht. Ich muss noch mal kurz. Ey, guck mal, die kann zaubern.
Auf geht's zur Schule, Leute. Jetzt probieren wir mal, was passiert, wenn nur Senpai unbeliebt ist und alle anderen beliebt. Dann müsste ja theoretisch Senpai gemobbt werden. Oder sich irgendwie komisch verhalten und unwohl fühlen. Denn die größte Konkurrenz muss ausgeschaltet werden. Jetzt gibt's nur noch mich. Ich bin der hübscheste Mann auf der ganzen Schule. Ist Senpai gar nicht mehr in die Schule gekommen? Hä? Senpai ist weg? Senpai ist weg? Es gibt kein Senpai mehr? Oh, jetzt bin ich der wahre Senpai. Senpai ist weg? Er ist nicht in die Schule gekommen. Wir haben es geschafft, dass Senpai weg ist. Ich bin der einzig wahre Mann. Ich bin der neue Senpai. Liebt mich alle. Liebt mich. Liebet mich. Geil, der ist weg. Der trägt's nicht. Der trägt's nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich hab Senpai verschwinden lassen. Die geile Krankenschwester check ich mir jetzt noch ab. Und dann bin ich der Stecher der Schule. Ich kann der gar nicht. Kann ich die an? Ah. Komm, du willst es doch... Auch, Mann, weil sie kämpfen. Und diese liebe Musik da im Hintergrund. Psst. So. Dann kann ich doch, theoretisch kann ich die doch auch entführen, oder? Kann ich die sexy Krankenschwester entführen? Also jetzt ist es zu spät, aber... Oh nein. Oh nein, scheiße, scheiße. Der guckt zu, hör auf zuzugucken, Mann. Geh weg. Geh weg, du Affe. Hau ab. Warum kommt ihr alle rein, verdammte Scheiße? Ach, ich kann sie nur umbringen. Mann, jetzt hast du es gesehen, du Lappen. Jetzt hat die es gesehen. Komm doch her. Ach, scheiße. Ach, ich kann die auch umbringen. Warte, keiner von euch. Ich kann die nicht abchecken, Mann. Ich dachte, ich kann die mitnehmen. Nein, verdammt. Halt. Nein, nein, nein. Und keiner hilft, weil sie gucken einfach alle zu und laufen dran vorbei. Ich mach dich alle, Alte. Glaubst du echt, du kannst die mit mir anlegen? Ach, Mann, die wieder. Scheiße. Oh, Mann. Oh, scheiße, Mann. Arrested. Ah, die Füße. Das sieht aber unbequem aus, du. Naja, Leute. Auf jeden Fall, Senpai ist weg. Wir haben geschafft, dass Senpai wirklich mal weg ist. Wie geil. Ja, schreibt gerne weitere Missionen und schwierige Aufgaben und Aufgaben oder Fragen, die ihr habt, was ich testen soll, die wirklich keiner weiß. Überlegt euch coole Sachen. Und in der nächsten Folge habe ich noch ein paar Sachen, die wir ausprobieren, die noch kein anderer ausprobiert hat. Ich bin gespannt, lasst einen Hufen nach oben da. Und ich sage immer Dank fürs Zuschauen, schreibt den Algorithmus wieder, wie toll ich bin, in die Kommentare. Und ich sage Ade mit E, es war männlich und schön.